Ja, liebe Leute, wollte ich gerade sagen. Ja, also, Fallschaden ist eingebaut. Und meine Spawnhöhe ist wahrscheinlich irgendwo hier oben. Das ist natürlich uncool. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich immer spawne. Wenn ich das Spiel verlasse, komme ich immer, also bin ich immer hier. Ist natürlich ein Problem, dass ich dann immer zu meiner Basis flitzen muss, aber bestimmt gibt es irgendwie. Ja, die Texturen sind vermatscht, weil ich jetzt, wie gesagt, wegen der Performance das alles ein bisschen runtergeschraubt habe. Ich muss natürlich immer zu meiner Basis flitzen. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, aber ich vermute mal, vielleicht gibt es irgendwie mal ein Bett oder so, wo man dann direkt dort drin spawnt. Ja, dann hatte ich noch ein bisschen probiert mit den. Mit der Tür, mit dem Passwort. Und das hat nicht geklappt. Trotzdem danke für die Tipps. Also, das wird wahrscheinlich gefixt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas gelesen in den Bug-Reports, dass da irgendwas nicht, also dass das nicht funktioniert. Ja, das andere ist, dann habe ich erfahren, dass es diese Kisten, die gibt es an bestimmten Orten. Und zwar hier drinnen. Also hier jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist leer. Und dort drinnen wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe solche Gebäude gefunden und ich habe auch schon mal eins geöffnet. Und das werden wir nochmal machen jetzt. Mal sehen, ob ich das noch finde. Wieder vorher mache ich erstmal wieder mein Marker. Der ist, glaube ich, hier. Ich glaube, hier so ist der Marker. Mittlerweile kenne ich es ein bisschen. Ein bisschen so. Und natürlich das obligatorische Farmen. Dann war das letzte Mal mir meine Pickaxe kaputt gegangen. Man sieht ja unten jetzt, wie die zurückgeht. Ganz schön schnell. Und das Problem ist, in einer gewissen Weise ein Problem, weil wenn man kurz vorm Zerstören ist der Pickaxe und die ist kaputt, man hat nicht genügend Rohstoffe, kann man keine Pickaxe bauen, weil man, gut, okay, ich bin fertig. Man braucht Eisenbahnen dafür. Und um Eisenbahnen herzustellen, brauche ich natürlich eine Schmelze. Und wenn ich zu wenig Rohstoffe habe und keine Schmelze, kann ich keine Pickaxe bauen. Wenn ich keine Pickaxe baue oder habe, dann kann ich auch keine Rohstoffe farmen. Natürlich nur, wenn ich das Level habe, wie ich jetzt. Im Moment, das war ein ungeschützt, da kriege ich nicht sowas. Insofern weiß ich nicht, ist wahrscheinlich noch nicht groß aufgetreten, sowas. Aber ich war knapp davor, nochmal neu zu spawnen oder mich zu töten, weil ich keine Pickaxe hatte. Aber ich bin dann zurück zu meiner Basis geflitzt, so wie ich das jetzt gleich auch machen werde. Und dann, ja, jetzt ist meine Pickaxe. Die geht ja so schnell runter wie bei Ark. Wenn du da irgendwie so eine billige Stein-Pickaxe hast, da ist die ja auch im Nu weg. Also das heißt, warte mal, ich habe natürlich in meinem Inventar jetzt nichts, ne? Ich habe natürlich nur das Zeug, was ich gerade abgebaut habe. Okay, also sollte ich sparsam sein. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch noch bisschen angepasst, alles so, dass das nicht ganz so schnell geht. Oder zumindest die Rohstoffe oder der Rohstoffverbrauch für so eine Pickaxe, die wird dann irgendwie geändert, gesenkt oder wie auch immer. Sodass man eigentlich mit den Basisrohstoffen, die man an sich vielleicht auch irgendwie sammeln kann, ne? Also das macht immer Sinn, dass man so die Basics an Werkzeugen mit den Sachen sich herstellen kann, mit die man einfach so fast durch einsammeln, so wie wenn ich jetzt hier vor dem Stein stehe und E drücke und den einsammle, es geht natürlich nicht, dass ich den dann bekomme und daraus dann irgendeine Pickaxe mache. Oder vielleicht liegt doch Eisen rum. Naja, okay, wie gesagt. Wir schauen uns das mal in Ruhe an und ich wollte jetzt nämlich nochmal, da war da irgend so eine Hütte. Da habe ich die übersehen. Warte mal, war die hier hoch? Bin der Rückzug dann irgendwie, bin ich hier noch ein bisschen rumgeirrt. Und ich habe hier so eine Hütte gefunden. Und da hat das geklappt. Die Frage ist natürlich, ob. Warte, hier um die Ecke. Da ist er. Vor mir. Da ist sie super, super, super. Und die scheint immer wieder neu zu spawnen, sag ich mal. Weil ich war natürlich als ehrlicher Mensch und ordentlicher, habe ich natürlich ständig hier davor gestanden. Und mit E, weil das ja die Aktionstaste ist, habe ich dann versucht, hier irgendwie hier so, naja, einzukommen. Macht natürlich auch keinen Sinn, habe ich mir dann überlegt, weil E wird dann nicht angezeigt.
Aber man muss Folgendes machen. Genau. Dann sagt die Mäh und lässt mich rein. Und dann haben wir hier drinne die Encrypt-Data-Sachen. Die nehme ich dann zu mir. Und dann habe ich hier, also das ist im Moment, sage ich mal, noch ein bisschen ordinär. Ja. Einfach, also die, ich weiß jetzt nicht, in was für einer Zeit die spawnen. Aber das ist jetzt ein, das ist, also hier kann ich mich versorgen. Sobald ich solche Gebäude sehe, kann ich da ran und schauen, ob da was drin ist. Ich glaube, die, da gibt es auch verschiedene Wertigkeiten an Daten. Und dann kann ich mal was freischalten. Da können wir dann gleich mal schauen, ob das klappt. Also ob wir schon was freischalten können, irgendwas bauen können, irgendwas Cooles. Eigentlich möchte ich ja da mal so ein, was war das, so ein Scout-Mac, ne? War das, den hat man gesehen irgendwie, den konnten wir schon bauen dann. So, wir brauchen natürlich Rohstoffe ohne Ende. Da hinten ist er, meine Basis, meine Rampenbasis. Da, cool. Na, das ist schön, wenn es zumindest so weit klappt. Dass ich mit der Basis, Quatsch, dass ich mit der Rampe in meine Basis komme. Weil irgendwo ganz am Anfang, also als ich sozusagen ein bisschen rumgeirrt bin auf verschiedenen Servern, um erstmal zu sehen, ob das geht. Ich habe dann mich auch mal ein bisschen informiert, aber man kann im Moment noch keine Server kaufen. Also wo man sagt, okay, man, oder mieten. Kommt da noch was? Ja, kommt noch was. Geräusch ist anders, aber... was ist los? Ach, die ist kaputt. Ja, genau. Und wenn die kaputt ist, dann fuchtel ich zwar im Schatten, der Axt rum, was seht ihr das im Schatten, aber ich bewege mich nicht. Genau, das meinte ich. Okay. Das heißt, jetzt, wenn man jetzt an der Stelle ist, warte mal, ich schau mal. Und ich habe keine Kohle, bin ich am Arsch. Weil, wenn ich das, ich müsste jetzt Folgendes, ich müsste das Ding craften. Das würde gehen, weil ich brauche dann nur Feldspat. Aber um das zu betreiben, brauche ich Kohle. Und ich habe jetzt Glück, ich habe 14 Kohle. Wenn ich das jetzt nicht hätte, und die Axt ist weg, kann ich anfangen nochmal. Nochmal neu anfangen. Können wir gleich mal sehen. Die Frage ist natürlich, wenn ich neu anfange, habe ich denn eine neue Pickaxe? Oder habe ich dann die kaputte? Also das ist, denke ich mal, noch ein bisschen unlogisch. Und, warte. Ja, ich komme hoch. Okay. Hier, warte mal. Hier komme ich auch nicht rüber, hä? Quatsch, wo war es hier? Nochmal testen. Wir testen alles. Also, wenn ich hier lang gehe, ist klar, das ist ein bisschen hoch. Aber ich komme hochgehüpft. So, wenn ich jetzt laufe, bleibe ich hier stehen. Ich bleibe hier stehen. An der Kante bleibe ich stehen, obwohl hier null Kante ist. Test. Laufen. Ich komme nicht weiter. Erst wenn ich hüpfe, bin ich weiter da. Okay, und hier lang geht's. Wenn ich hier hochgehe, da geht's. Okay, von der Seite... Jetzt nicht. Also wir machen jetzt so ein paar einfache Tests. Okay. So. Haben wir noch alles da? Haben wir noch alles da? Oder war ein Dieb da? Nein, wir haben alles da. Sehr schön. Also wer das zufällig finden sollte hier, der kann ja mitmachen. Gerne mitmachen. Würde ich mich freuen. So, warte mal. Dann legen wir das hier hin. Und dann legen wir die Kohle hier rein. Und dann legen wir das noch hier rein. Und dann, wartet, wir sehen... Ich lege das mal zu mir hier rein. Crafting, Pickaxe, hier. Wir brauchen Eisenbahn. Und wenn wir keine Eisenbahn haben, kriegen wir keine Pickaxe. Und wenn wir keine Pickaxe kriegen, sind wir am Arsch. Auf Deutsch. Ich denke mal, das sollte man vielleicht irgendwie ändern, dass die Ressourcen für so eine Pickaxe nie aus Elementen des zweiten Levels sind. Also das ist ja erstes Level. Also du sammelst das irgendwo und dann... ist das zweite Level, du schmilzt das dann raus. Und wenn man natürlich Basiswerkzeuge herstellt, um überhaupt die ersten Level zu kriegen, aus dem zweiten Level, dann funktioniert das nicht. Also das müsste an sich geschlossen sein, dass ich sage, okay, aus den Basissachen aus dem ersten Level kann ich Werkzeuge des ersten Levels machen. Und wenn ich zweite Level habe, kann ich dann zweite Level Werkzeuge bauen. Alles andere geht irgendwann mal schief. Ja, so würde ich das sehen. Okay, und jetzt sind wir hier. Genau. Und jetzt nehmen wir unsere Sachen. Und, ach, Alter, das büße ich ein. Das wird nicht gespeichert. Ich hatte nämlich drei von diesen Sachen schon gefunden.
Und wenn man die nimmt, kriegt man hier die Punkte und hier unten. Und da war ich schon auf Level 2. Das ist schade. Das heißt, wir müssen... Oh, ich hatte hier schon irgendwas mit 300 oder so stehen. Das wollte ich nämlich eigentlich... Oh. Schade, kann ich irgendwas damit machen? 15. Warte mal, na gut, okay. Ah, schade, ich wollte nämlich... Warte, was brauchst du? 3000, also das schaffe ich nicht. Also wenn die immer weg sind, das ist blöd. Das ist blöd. Okay, dann machen wir erstmal Folgendes. Wir werfen erstmal die Sachen hier wieder schnell rein, dass irgendwas schief geht. Und wir dann hier Probleme haben. So, jetzt mal schauen. Tap. Research. Okay, das ist grün geworden. Wir haben 80. Was sind das jetzt eigentlich? Nagans. Munition brauche ich nicht. Wieso ist... wo ist die Munition? Also das ist dann hier, hä? Hier. Nee, die brauche ich nicht. Okay, und das ist ein kleines Medikit. Das kann ich natürlich mal freischalten, weil... Das ist natürlich die nächste Sache. Ist das, wenn ich das jetzt unlocked habe, ist das dann das nächste Mal für mich auch unlocked oder muss ich das wiederholen? Das würde mich mal interessieren. Na, das werden wir testen. Werden wir das nächste Mal sehen. Also, das heißt, ich könnte das jetzt bauen... Und habe jetzt, wie viele Punkte? Guck mal, die Punkte stehen da irgendwo. Oder die stehen dann immer hier, oder? Habe ich? Ja, genau. 34 habe ich noch. Ich brauche ja nicht, wenn ich jetzt das nicht habe. Lass mal das mal. Es wäre natürlich dann auch nicht schlecht, wenn man das dann... Vielleicht ist das ja besser als die Pickaxe, die ich jetzt habe. Na gut. Also was strebt man an? Das strebt man eigentlich an. Das ist immer wichtig. Eine Cargo-Box, weil dort können wir unseren ganzen Stuff reintun. Ja, und das ist dann größerer und das ist Licht. Und die Klamotten, naja, gut. Okay, renne ich eigentlich nackig jetzt rum? Weiß ich gar nicht. Gut, dann schauen wir erstmal, ob wir überhaupt das craften können. Jetzt dazugekommen ist. Wo das ist, das Medikit. Aber das Medikit... bauen. Da ist das Medikit. Und wir brauchen... Was ist denn das? Eine Frucht. Okay. Früchte. Gut. Stopp. Bevor wir irgendwas machen, ist die Frage, ich brauche eine neue Pickaxe, sonst wird es blöd. Kann ich die reparieren eigentlich? Wenn ich die nehme, ich leg die mal, kann ich eigentlich unten reinlegen? Ja, kann ich auch machen. Wenn ich die hier... Unterschied zwischen den hellen und den anderen, keine Ahnung. Wenn ich die rechts klicke, dann kann ich nicht reparieren, oder? Vermutlich nicht. Ich kann eigentlich nur... Warte mal, das können wir aber testen. Also wir machen Folgendes. Wir nehmen jetzt die Pickaxe. Achso, ich brauche das in mein Inventar. Okay, also nehmen wir das erstmal hier her. Crafting, Pickaxe. 1, 2. Wir machen mal 2. Sicher ist sicher. Kostet ja bis 4. Dann habe ich 3. Und ich mache Folgendes, während das arbeitet. Ich werde mal die Pickaxe hier reinlegen. Kann ich die reinlegen? Wahrscheinlich, ja. Super, das geht überall, oder? Ja. Selbst in Kohle kann ich reintun. Leg's mal hier unten hin. Mal sehen, ob die da noch da ist. Vielleicht kann ich sie irgendwann mal... Ja, jetzt habe ich 2. Und ich... Ist die bloß halb voll? Also ist da... Ich glaube, das ist die bloß halb voll. Nee, warte mal, wir legen die mal hier vorne rein. So. Und wir machen, warte, Folgendes, nicht, dass irgendwas schief geht. Das legen wir mal schön dort rein. Und die kaputte lassen wir hier und die ganze nehmen wir mit. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach weiteren Punkten. Wobei natürlich das Problem ist, ich kann die ja nicht aufheben mehr. Und wenn ich jetzt 34 habe, und was wollen wir denn anstreben? Naja, irgendwie was so 100. 100 war das, ne? 100. Vielleicht kriegen wir 100 heute zusammen. Kriegen wir das zusammen? Ist die Frage. Ich bin jetzt hier hinten los. Ich glaube, hier bin ich los. Und hier war das andere. Da müsste es ja hier irgendwo vielleicht
Wieso mache ich hier mal einen Punkt hin? Hier muss ich einen Punkt hin machen. Egal, die Richtung. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo auch so ein Gebäude. Hä? Hier in welche Richtung? Ja, die Richtung. Gibt es auch ein Gebäude, sodass wir sagen, okay, neue Punkte. So. Und dann Früchte. Woher kriege ich Früchte? Also bisher habe ich Früchte noch gar nicht gesehen, weil sowas hier ist nicht zu sammeln. Und wenn wir gegen Baum schlagen, haben wir ja gesehen. Warte mal. Oben steht 500 von 500. Aber angezeigt wird bloß die Hälfte. Okay, ich vertraue mal der Zahl 500. Dem Balken. Gut, hier unten ist... Also wir suchen jetzt ja hauptsächlich so eine Hütte. Und Früchte. Damit wir hier unseren Fallschaden, den es immer gibt beim... Warte mal, vielleicht sowas hier irgendwo? Nö. So ein Fallschaden, wenn es den immer gibt, dass ich den wenigstens heilen kann. Ich wäre jetzt auch eher mal ein bisschen rumflitzen, als jetzt abbauen, ne? Weil wir dann das hoffentlich behalten. Also davon gehe ich jetzt eigentlich mal aus, sonst macht das ja gar kein, nee, das ist nichts. Gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt nicht behalte. Das würde ja bedeuten, dass ich immer on sein müsste, irgendwie. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin da. Das ist doch recht groß. Ja, und dann sollte es irgendwie in der Wüste noch so Gebiete geben, wo man solche Sachen noch findet. Und eigentlich gibt es dann, im Moment gibt es ja hier nichts an Getier. Eigentlich sollte Getier, ich habe den Namen vergessen, hier rumflitzen, dass man dann jagen kann. Und da gibt es dann auch solche Container. Also, ja. Ist jetzt ein bisschen, im Moment ist es sehr rar an Material. Also das ist, um da irgendwie vorwärts zu kommen, im Moment ist das, oder was ist da unten für ein Baum, ist das doch recht eher hinderlich. Also entweder man müsste das jetzt ein bisschen, ich machen. Okay, habe ich irgendeinen Rang? Ah ja, okay, cool. Wieso habe ich den gekriegt? Einfach so, weil ich schon lange dabei bin, oder? Okay, danke. Ja, muss ich mir doch mal in Ruhe anschauen, was man damit machen kann. So, jetzt bin ich irgendwie sinnlos im Kreis gegangen. Dorthin, wo ich auch von oben was sehen hätte können und habe noch nichts erreicht. Was ich eigentlich machen wollte, was war das? Achso, die Bäume, die gaben nichts. Ja, wo war stehen geblieben? Genau, das ist jetzt im Moment sehr limitierend, dieses Suchen. Also, um jetzt auch, sag ich mal, irgendwelche Sachen zu finden, irgendwelche Fehler zu finden, um so ein bisschen zu testen, ist das sehr, sehr limitierend, finde ich. Also, das könnte man... Was ist das? Achso. Nix. Man könnte das ein bisschen lockern, finde ich, jetzt so, zumindest in der Testphase, in der wir ja sind. Oder man gibt jeden irgendwie eine bestimmte Anzahl von Anfang an. Weil wir sind in der Klosteralpha, das heißt, da kann sowieso nie jeder mitmachen. Super, ich kann ja lässig den Berg hoch, das ist cool. Ausdauer habe ich nicht, nein. Gut, dann flitzen wir halt mal ein bisschen rum. Mal sehen, ob wir noch was finden. Ansonsten mache ich da oben. Was ist das? Eine Höhle? Nee, doch. Vielleicht. Ich hier oben irgendwas? Nee. Gut. Also zumindest, wenn ich auf... Ich bin Medium. Also von den Einstellungen. Da läuft's recht flüssig. Also ich hatte am Anfang Kai alles eingestellt. Da ging's... super. Da ging's gar nicht. So, warte mal. Jetzt muss... Da hinten... Da ist was. Sehen wir das da? Da, geradeaus. Da, geradeaus. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mein eigener Server. Das heißt, ich kann jetzt mich auch nicht hin teleportieren. Vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen, irgendwie einen eigenen Server zu machen. Um da so ein bisschen zu testen. Ich muss jetzt aufpassen. Wir haben Fallschaden allerdings drin. Das haben wir ja gesehen. Warte mal. Das ist die Richtung. Was da?
Ach nee, ich bin hier oben. Ach, ich denke mal, der rote. Warte mal, das ist dann wahrscheinlich hier, hä? Hier ist das. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, das ist unser Ziel heute. Mal sehen, ob wir da was finden. Das Gute ist, ich habe noch kein Ausdauerproblem. Finde ich gut. Dass wir noch ein bisschen vorwärts kommen. Ja, das mit diesen Bauen, also ich habe jetzt auch so ein Bett oder so, habe ich das nicht gefunden, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Spawnpunkt und ich muss nicht immer an dieser Station da am Anfang anfangen. Das ist ein bisschen, das ist auch so ein bisschen, naja, blöd. Das mal so zu sagen. Aber gut. So, hier, ja, wir lassen alles mal liegen. Wir lassen alles mal liegen. Wir flitzen mal dahin. Aber was jetzt mich noch interessiert, sind diese Früchte. Also an den Bäumen sieht man nichts. Im Gras sieht man nichts. An Sträuchern sieht man nichts. Ja. Super. Und jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Ja, es ist noch offen. Es ist nicht offen. Ich bin's. So. Aha. Epic. Epic. Oh, da muss ich schnell zurück. Da muss ich schnell zurück. Ra. Was ist denn da besser? Epic oder Ra? Ah, da, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Schnell zurück. Habe ich hier noch was? Nee, habe ich irgendwas nur übersehen vielleicht? Kann ich irgendwas machen eigentlich? Achso, das ist schon. Ach so, das sind doch die Climb-Dinger, dass man sagt, okay, ja, ist klar. Okay, das heißt, warte mal, dann könnte ich natürlich. Dann ist hier wahrscheinlich. Hier ist das nächste Gebiet, hä? Aber ich muss zurück, weil ich brauche die Station. Wo ich bin. Sieht man eigentlich meine Basis? Das ist die hier, oder? Ist das die? Genau, das ist das, wo ich war. Da war der Felsen hier und dann. Das, echt, das sieht man. Das ist direkt gerendert. Das ist natürlich nicht schlecht. Natürlich, klar, okay, dann kriegst du Augenkrebs, wenn du hier reinschaust. Aber nö, besser ist. Okay, kommen wir zurück. Das heißt, ich muss dann natürlich, hier oben bin ich, muss hier hin. Ja, lang. Okay, na gut, das schaffen wir es noch, oder? Schaffen wir das noch? Ich bin jetzt auch ganz schnell. Das heißt, ich flitze. Und das heißt, vielleicht schaffen wir das noch in der regulären Zeit dorthin zu kommen. Ich meine, ihr könnt das ja überspringen dann jetzt hier, wenn ich hier durch die Botanik flitze. Vielleicht sehen wir aber auch noch ein paar Früchte. Wobei ich nicht dran glaube, weil ich ja überall schon ein bisschen den ähnlichen Gebieten lang geflitzt bin. Ja. Gut. Kann ich eigentlich schützen? Ja, passiert aber nichts weiter. Könnte natürlich sein, dass man irgendwas schlagen muss. Was ist das hier vorne eigentlich? Oh! Ach, ich brauche Mining Tool T1. Was ist das? Okay, das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Mining Tool T1 habe ich nicht. Ja, könnte ja sein. Das ist auch noch nicht funktioniert. Mit Mining Tool T1. So, jetzt komm, los. Zieh. Mach. Ich lasse jetzt alles neben mir liegen. Alle Rohstoffe, die ignoriere ich. Früchte. Ja, sehen wir schon. Ich muss aufpassen, ich habe ja bloß eine 78. Oh, warte, ich muss aufpassen. Vorher bin ich immer hier einfach lang, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier irgendwie dann sterbe. Das wäre nicht cool. Gut, wir werden das nächste Mal so machen, dass ich, warte mal, wo, oh, ich wäre auf der Seite vorbei, wir gehen auf der Seite vorbei. Ich werde jetzt nicht immer diese ganzen Sachen hier aufnehmen oder so, denke ich mal. Das ist vielleicht für euch auch nicht so interessant. Ich weiß es nicht.
könnte ja sagen mal, also ich finde das so genial, ich finde das so schön, dir zuzuschauen, wenn du hier so durch die Landschaft läufst. Einfach so, das ist so, so beruhigend, das ist so meditierend, still, kann ich gut einschlafen, manche sagen ja, also nicht bei mir, aber habe ich schon mal gehört, dass die ja jemanden immer dann so abends so laufen lassen, weil so einschläfernd wirkt. Ah, schöne Sachen gibt's. Ja, das ist immer, jeder hat so seinen eigenen Grund, warum er irgendwo was schaut. So, jetzt komm. Müssen wir mal hüpfen und jetzt bleiben wir wieder hängen, wieder hüpfen. Und das war's. Und jetzt. Mal sehen, was es da gibt. Also, was hatten wir denn? Wir hatten jetzt, das ist jetzt gewöhnlich. Was? 4 Stück bloß. Und das ist, ja. Naja, das waren 50 oder so. So, und jetzt Epic. Genau, so ähnlich war ich, so weit war ich auch das letzte Mal. Und rar. Das war gut. Okay. Jetzt, super. Oh, geil. Warte mal, was? 300. Wir könnten jetzt, das würde mich mal interessieren. Warte mal, dann kommen wir vielleicht weiter. Oder es wäre natürlich auch mal interessant. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, das ist natürlich. Es macht einen Sinn. Ich hatte ja gesagt, eigentlich ein Cargo, eine Cargo-Box. Da haben wir 100 weg. Und eine Pickaxe, hier so ein Hackebeil. Und das schaffen wir sowieso nicht. Und die Sachen, die haben jetzt keinen Wert. Für uns, so sag ich mal. Und das schaffen wir überhaupt nicht. Ein Basecore. Warte mal. 100, 200. Das machen wir. Und das ist es doch. Ein Basecore. Vielleicht können wir da unsere Basis hier. Und jetzt entweder das oder das. Machen wir das oder das. Oder das oder das. Ich meine, das passt ja eigentlich im Moment alles in die Schmelze rein. Ach, das geht gar nicht. Okay, alles klar. Also machen wir das. Okay. 28. Super. Dann jetzt schauen wir mal, was wir brauchen zum Craften. Brauchen wir. Ach so, okay. Wir haben alles da. Ich nehme erstmal alles wieder zu mir. Ja, so. Klar, es ist auch, wenn wir hier den Feldspat platt machen. So, okay, also. Craften. Was haben wir denn? Wir haben Cargo. Und den können wir auch machen. Super. Dann craften wir den erstmal und dann machen wir hier so einen Cargo-Behälter. Craften, cool. Vielleicht ist. Ja, wieder schauen. Warte, kein Stress. Also, das machen wir hier erstmal. Und jetzt ist folgendes. Also, das Ding. Wir bauen das einfach mal hier mit in die Ecke. Ha? Das ist ja egal. Also, ich hoffe, dass das so funktioniert. Was ist das da oben für ein Zeichen? Das wird natürlich verdeckt von diesen Dingsbums da. Gar nicht für voll genommen. Okay, warte. Also. Gut. Okay. Ach, der wird noch scharf. Ah, gut. Zugriff. Ja. Basis 15. Rename. Also, da machen wir natürlich hier unsere Basis rein. So. Zitterfrost Base. Ender. So, was haben wir denn jetzt? Also, eine Primitive. Aha, okay. Was mich natürlich wundert ist, also dieses Ding, das müsste gleich am Anfang sein, so dass man, seine Basis halt gleich claimen kann. Ich meine, klar, hier ist noch nichts weiter. Was? Ach so, verschiedene Gruppen. Okay. Aber jetzt meine andere Sache wird nicht angezeigt. Hier meine Forschungsstation, oder? Es wird jetzt nur irgendwas mit Energie angezeigt. Gut. Okay. Das war's. Vielleicht können wir das jetzt eröffnen. Muss auch mal Schluss machen. Die Zeit ist fast rum. Ne? So, ah nee, ich vermute mal, das ist sowieso falsch. Ja, gut. Geht nicht. Ich komme immer noch nicht raus. Okay. Also, was hat man jetzt als nächstes? Als letztes? Cargo Box. So. Ich setze mal hier noch mit hin, die Cargo-Box. Irgendwie ist das ein bisschen, warte mal, schief. Ja? Könnte die... Ach, da oben.
Okay, warte mal. Nee, da kann ich die nur ordentlich, also festdrehen. Nicht wenig. Also irgendwie ist sie schief. Also wenn ich drauf gucke, ist sie schief. Ja, die ist schief. Die ist schief. Wenn ich so rum mache. Warum ist sie gerade? Wenn ich mich drehe. Das geht nicht. Da ist sie schief. Warte mal, so rum. Aber zur Wand ist sie schief. Wenn ich mich jetzt so drehe. Also die müsste doch eigentlich, müsste die doch vor mir immer gleich sein, wie ich mich drehe, aber so drehe ich mich irgendwie um die drumherum. Hä? Komisch, das funktioniert irgendwie auch noch nicht. Gut, ich stelle es einfach mal hier hin. Und greife zu. Gut, das heißt, warte mal, ich mach mal die Pickaxe, die ich übrig habe, die haue ich hier rein. Das sind jetzt meine Sachen. Die haue ich hier auch mal rein. Der Hoffnung. Wobei, wir machen mal einen Test. Warte mal, das Feldspat und die Pickaxe. Ne, wir machen nur die Pickaxe. Nicht, dass ich dann alles wieder verliere, weil wir wissen, was hier drin ist. Das wird aufgehoben. Das haben wir gesehen. Also machen wir das auch so. Gut. Ja, das reicht erstmal für heute. Hm? Ein bisschen Licht hier in die Ecke bringen. So. Ja, passiert gar nichts. Ja. Okay. Naja gut, da haben wir einen Chor. Und ja, also cool wäre, wenn man, sage ich mal, am Anfang so ein bisschen schnell durch die Kante kann, um jetzt so gewisse Sachen zu testen. Ich vermute mal, das geht das auch mehr ums Testen am Anfang, weniger so um irgendwelche großen Spiele zu machen, sodass man dieses Erforschen hier ein bisschen zügiger rankriegt, sodass man auch mal die Sachen testen kann und vielleicht auch irgendwelche Fehler und wie auch immer. Hier 5000, also da muss ich ja Stunden verbringen. Das ist jetzt, naja, ich fände es andersrum interessanter. Na gut, das nur mal so von meiner Seite. Ansonsten, ja, sind wir ein bisschen vorwärts gekommen. Früchte würde mich interessieren. Und der Fallschaden, der wird wahrscheinlich gefixt irgendwann. Und dann schauen wir uns mal an, ob das alles so funktioniert, wenn wir hier wieder herkommen, ob das alles noch steht. Also, liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.